Lisa, bitte heirate mich. Ich dich heiraten? David, was soll ich denn jetzt sagen? Wie wär's mit dir? Nein, ich will aber nicht. Lisa, ich weiß, es ist spät. Aber es ist noch nicht zu spät. Lisa, bitte. Doch, es ist zu spät. Es ist tausendmal, tausend Millionen Mal zu spät. Aber wir gehören doch zusammen. Ach ja, tun wir das? Wann ist dir das aufgefallen, heute Morgen beim Zähneputzen? David, ich habe gekämpft. Immer wieder habe ich gekämpft und gehofft, dass es endlich passiert, aber Pustekuchen. Aber ich liebe dich doch. Und ich liebe Rocco. Ich werde ihn heiraten. Ich werde mit ihm glücklich werden. David, bitte lass mich zufrieden. Lisa. David, bitte. Liebe will nicht, Liebe ist. Liebe sucht dich, Liebe kämpft dich. Liebe wird nicht, Liebe ist. Liebe soll nicht, Liebe fragt dich. Liebe ist, so wie du bist, so wie du bist. Direkt zu Klima. Wen will er denn damit beeindrucken? Hallo, Lisa. Wer kommt auf dem Schimmel angeritten? Hallo, na wer wohl? David, darf ich deine? Bitte, ja. David auf dem Schimmel? Hallo, Süße. Du hast keine Schuhe an. Hallo, ich weiß. Jürgen, ich hab kein Fieber. Ist alles okay mit dir? Ja, wieso? Was war die Frage? Du hast gerade gesagt, dass David auf einem Schimmel am Potsdamer Platz angeritten gekommen ist und du kriegst keine Schuhe, also... Ja, ein Schimmel am helllichten Tag auf dem Potsdamer Platz. Ist das zu glauben? Da guckt er blöd, was? Entschuldigung. Und was wollte er? Er hat mir einen Antrag gemacht, einen Heiratsantrag. Ach. Und was hast du gesagt? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich habe ihm einen Schuh an den Kopf geworfen. Es tut mir leid. Was denn? Naja, halt alles. Ich meine, ich verbreite immer totales Chaos. Also bei mir ist immer Chaos. Und komischerweise hat das immer was mit David zu tun. Das macht doch nichts, aber was hast du gesagt? Hey, ich habe natürlich Nein gesagt. Ist ja wieder alles in Butter. Überraschung! Nein! Mariella! Hallo. Ja, Mariella! Nein! Kommt her! Lass mich! Oh mein, Chef, wird der aus der Hochzeit der Wald, rate doch noch was! Sabrina, bitte. Ich muss dir was sagen, wenn du die Plansche siehst, du staunst Bauklötze wirklich. Erst hat Hugo sie in die Mangel genommen, ja? Dann hat sie sich mit ihrem dicken Hintern auf die Schrimme draufgesetzt und jetzt, du, mittlere, Mittelklasse vielleicht. Ja, das weiß Maria, das ist ja schon alles. Aber erzählt doch mal, sagen Sie, konnten Sie in Boston leicht Fuß fassen?
Meine Familie wohnt da seit 1683. Und sie legen großen Wert auf Tradition. Mhm. Ja. Hauptsache, ihr beide seid glücklich. Das sind wir. Und wie? Wie sieht man das nicht? Doch, doch. Ich werde dann mal in unser Hotel einchecken. Nein! Ihr wohnt natürlich hier. Das wollte ich gerade auch sagen. Natürlich. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Wie geht es David? Das weißt du noch gar nicht, ne? Der ist verknallt, wie ich das letzte Mal mit 15 gewesen bin. Was? Und in wen? Na, in Eddie, meinen Cousin. Wirklich, also eigentlich war es schon ein bisschen komischer Kauz. Er hatte ein getuntes Mofa, dann hatte er hier so einen Fuchsschwanz hängen. Und Sabrina, ich meinte eigentlich mehr David. In die Plansche. Der Arme. Ja. Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Schönes Pferd. Wie heißt das denn? Pechvogel. Aha, das ist ja kein schöner Name. Nein? Dann gib ihm doch einen anderen. Schenk's dir. Da würde ihr Kerl kackt da auf die Wiese. Was? Ach, ja, das ist ja schlecht. Du kannst doch nicht mit unserem besten Schimmel durch die Stadt reiten. David! Mariella? Was machst du denn hier? Siehst du aus? Ach, du, was? Ach so, verstehe, die Hochzeit des Jahres, was? Herr Seidel. Ich finde, wir könnten langsam du sagen. David. Lars. Ja, wir müssen für das Brautpaar nachher ein Geschenk besorgen. Hm? Du. Du kennst doch deine ehemalige Assistentin am besten. Was würde ihr gefallen? Ach komm, Lars, da finden wir schon was, oder? Sie mag Tiere. Pferde ganz besonders. Außerdem liebt sie die Natur. Reiten, lange Spaziergänge auf dem Land, Sonnenuntergänge. Ihr Geschmack ist ein bisschen verspielt. Also alles, was bunt ist und Lebensfreude ausstrahlt. David, ich würde dich gerne mal kurz sprechen. Klar. Komm, wir gehen nach oben. Ich will das Lösegeld, Mutter. Alles, und zwar sofort. Was? Du hast das Geld doch. Und jetzt sag mir bitte nicht, du hast das ganze Lösegeld verbaselt.
Natürlich habe ich das Geld. Ich meine, was davon noch übrig ist. Ich musste ja schließlich in Kerima-Aktien investieren. Das hatten wir auch so abgesprochen. Weißt du was? Ich rufe jetzt einfach mal die Bank an und sehe, was ich so auf die Schnelle bekommen kann, ja? Tu das, Mutter. Ich werde mich noch einen Moment hinlegen. Ach ja, und sollte die Polizei klingeln, dann weck mich bitte nicht, sei so gut, ja? Genau, Göberitz. Die Dorfkirche. Nein, Göberitz, das liegt nicht an der Ostsee. Pastor Schlesselmann, sagen Sie, können sich denn die Blumenmädchen im Pfarrhaus umziehen? Ach ja, sicher freuen die sich, wenn sie ihnen ein Frühstück servieren. Na klar. Nein, ich werde ihnen kein Frühstück servieren. Sie sollen pünktlich die Blumen liefern. Ganz pünktlich. Wiederhören. Oh. Ja, tschüss, Pastor Schlesselmann. Bernd, ja? Wenn dieser Blumenfritz hier noch einmal anruft, ja, dann gehe ich zum Blumen-Olschewski. Das kannst du aber glauben. Und wenn du dich deswegen scheiden lässt. Der blöde Olschewski liefert keine einzige Primel zur Hochzeit meines Schnattchens und basta. Hallo, Schnattchen, lass dich drücken. Du, Papa. Ach, gut, dass du da bist, Lisa. Du, noch mal wegen der Gästeliste für nach der Hochzeit. Da müssten wir einfach noch mal... Nee, Mama, was heißt nach der Hochzeit? Wie oft soll ich dir noch sagen? Nach der Hochzeit fahre ich mit Rocco sofort zum Flughafen. Wir steigen ins Flugzeug und sind für 6 Wochen in Kanada. Ja. Was macht ihr mit meiner alten Zahnspangentasse? Das habe ich alles gesammelt, Schnattchen, jahrelang, heimlich. In der Feuerwehr liegt noch mehr. Ja, und wofür? Hier. Doch nicht mit der alten Sauciere. Das muss doch gepoltert werden, Schnattchen. Es muss gepoltert werden, wenn mein Schnattchen, mein liebstes Schnattchen... Bärchen. Endlich, Bärchen ist ja nun gut. Na ja, unser Schnattchen heiratet. Aber deswegen musst du doch nicht gleich schon wieder so eine Rede halten, hm? Eben nicht. Du. Lisa, noch mal wegen der Gästeliste. Ne? Ich habe alle deine Schulkameraden eingeladen und die Dörte Grobmann kommt auch. Und der Eisfall, der hat auch so gesagt. Mama, ich will nicht. Was? Heiraten? Heiraten? Poltern. Ich meine, Rocco und ich, wir wollten uns einfach einen gemütlichen Abend zu zweit machen. Ja, und das Geschirr, Schnattchen, das Geschirr, wo soll ich denn mit dem Geschirr hin? Ganz lassen? Oh, nee. Mir ist einfach nicht nachher mit Danny. Seid mir bitte nicht böse. Schnattchen, ich hätte eine ganze Badezimmergarnitur kriegen können. Von Schawinski in rosa. Hat seine Frau damals bestellt, gleich nach der Wende. Und Schawinski hat gesagt, er kackt niemals in ein rosa Klo. Er zieht da aus. Helga, wisst ihr, wie das gewumst hätte? Mein... Okay, falls ich noch mal rekapitulieren darf. Lisa Plenske ist in dich unverständlicherweise seit 1,5 Jahren verliebt. Dann verknallst oder verliebst du dich in sie. Du wirst leider nur entführt. Lisa rettet dir das Leben. Danach willst du nichts mehr von ihr wissen, weil du dich selbst finden musst. Ich meine, dann erhört sie die Gefühle und die Gebete von Rocco Kowalski. Daraufhin verknallst, verliebst du dich wieder in sie und tust alles, um sie zurückzugewinnen. Und jetzt willst du sie einfach Rocco Kowalski überlassen? Ich meine, du hast doch sonst jede Herausforderung angenommen. Ach, mein Leben lang hatte ich Pläne und Strategien. Ich habe immer versucht, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und jetzt? Na, und ich habe mich auch nie gefragt, was ich tun würde, wenn ich die Ziele erreiche. Ja, aber jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Aber es ist nun zu spät. Ja? Ja, Helga. Ja. Okay, tschüss. Oh, ich habe ganz heiße Ohren. Wisst ihr schon das Allerneueste? Lisa und Rocco... Heiraten doch nicht. Nein, die wollen überhaupt keinen Polterabend machen. Die wollen einfach nur eine ruhige Kugel schieben. Ja. Vielen Dank, Yvonne. Ey, Helga hat gerade fast geweint am Telefon. Bernd hat sogar geweint. Sie haben jetzt ja jahrelang Porzellan gesammelt, tonnenweise. Ja, sie werden es überleben. Nein. Nein, das werden sie nicht. Nehmt euch für morgen Abend nichts vor, ja? Ah, ich verstehe. Du organisierst so eine lockere Kohleparty und wenn keiner mehr hinschaut, in der düsteren kleinen Ecke... Knick-knick. Nein, nein, genauso nicht. Ich will Lisa beweisen, wie sehr ich sie liebe. Und ich will ihr beweisen, wie sehr sie ihr Glück verdient hat. Und wenn ich dran denke, was ihre Eltern in den letzten 2 Jahren durchgemacht haben. Also, ist es okay, wenn ich nur Bahnhof verstehe? Na klar, ich kenne dich doch. Ja, ich habe zu tun.
Nur eine Sekunde. Gut, dann bleib aber da stehen. Lisa, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Wofür? Für diese alberne Nummer mit dem Pferd. Und meinen dämlichen Heiratsantrag. Und außerdem möchte ich dir den hier zurückgeben. Nicht auf den Tisch. Ja gut, vielen Dank für den Schuh. Ich akzeptiere auch die Entschuldigung. Und wenn du dann wieder gehen würdest, bitte. Also, um es dir leichter zu machen, meine Entschuldigung zu akzeptieren. Bitte. Möchte ich für dich, also ich meine für Rocco und für dich natürlich, einen kleinen Polterabend organisieren. Das ist nicht nötig, danke. Rocco und ich, wir werden ganz in Ruhe alleine feiern. Aber deinen Eltern zuliebe. Meinen Eltern? Ja, sie wünschen sich so sehr einen Polterabend. Und ich habe einiges wieder gut zu machen. Ja gut, also meine Eltern werden wieder drüber hinwegkommen. Und das mit dem Heiratsantrag war ja nun auch jetzt nicht so eine große Sache. Ich möchte aber, dass alles zwischen uns im Reinen ist, bevor du mit deinem neuen Lebensabschnitt beginnst. Also ich will auf keinen Fall, dass dieser dämliche Heiratsantrag zwischen uns steht. Und dass das der Schlussakkord von unserer wunderbaren Freundschaft bleibt. Ich verstehe, dass du sauer bist. Aber bitte, bitte sag ja. Also gut, also ich werde Rocco zuerst einmal fragen. Und wenn er nichts dagegen hat, dann von mir aus. Super. Na dann, bis später. Ja. Ein gutes hat das Verheiratetsein, dass man ab da immer sagen kann, da muss ich zuerst mal meinen Mann fragen. So kann einen praktisch niemand mehr in die Bredouille bringen. Nicht einmal David Seidel. Aber ich dachte, nur wir beide, ganz ruhig. Ja, stimmt, zu zweit ist ja auch viel, viel schöner. Aber wo willst du denn hin? Naja, ich sag es ab. Warte doch mal. Naja, was willst du denn? Ich? Wieso denn ich? Naja, ich meine, ist David dein bester, naja, was eigentlich? Eckchef und, also ich meine, und jetzt Angestellter. Ja, aber euch verbindet doch ziemlich viel und... Ja, also wir sind befreundet und so. Weißt du was? Wir machen's. Super. Wir machen's gleich, ja, ja. Wir sagen zu, ja? Ja, genau. Weißt du? Erstens, ich mag Feste. Und zweitens glaube ich, dass du es auch magst. Ja, und drittens will ich, dass wir uns einfach vertragen. Aber vor allem mache ich es, weil ich dich liebe. Bist du dir sicher? Ja, hundertprozentig. Okay, dann sage ich mal zu. Also, Rocco und Lisa sagen zu, das sagt man doch so, ne? Ja, aber das werde ich höchstpersönlich machen. Richard, ich habe bereits ein Konto für dich einrichten können. Sao Paulo International. Mit etwas Geld drauf. Fein, wie viel? $60,000. Sag mal, spinnst du? Und wovon soll ich morgen leben? Richard, ich hab dir bereits gesagt, ich musste für Kerima strategische Investments Ach, tätigen. Mutter, bitte. Es wirkt obszön, wenn du über Geschäfte redest. Das kann ich momentan nicht ertragen. Besorg mir das Geld und gut ist. Ja, aber das wird etwas dauern. Och, das macht gar nichts. Ich, das macht nichts. Ich denke, dein Flug geht heute Abend nach Rio. Ja, aber ich habe hier vorher noch eine Pflicht zu erfüllen. Eine Pflicht, die mir zum Vergnügen wird. Ja, ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Lisa und ich sagen zu. Wir freuen uns auf das kleine Fest. Danke. Welches kleine Fest? Bitte. Ich freue mich auch. Gut. Ah, und ehe ich jetzt vergesse. Ich habe sie im Auge.
meinten wir damit? Dass er Angst hat, ich würde den letzten Moment das Ruder umreißen. Aber das muss er gar nicht. Ja, entschuldige bitte, Alter, dann erklär mir mal, warum du diese ganze Party organisierst. Um ein schönes Fest für Lisa zu veranstalten. Also, du hast gar keinen Plan und genau deshalb hast du noch eine Chance. Also, pass mal auf, ich kann dieses Fest doch einfach absagen. Spinnst du? Gut, dann machen wir das. Wir schaffen das. Aber du musst dir auch ein bisschen vertrauen, okay? Hallo Lisa, wo würden Sie den Champagner kaufen? Ach, in Frankreich, da ist es ja eine tolle Idee, dann machen Sie das mal, wiederhören. Wir hatten hier 30 Meter roten Teppich bestellt. Ja, wo soll denn der hin? Also Lisa, hier läuft ja wirklich was aus dem Ruder. Helga? Ja, Mama, ich wollte... Ja? Entschuldige. Du, die Musiker wollen auf einmal ihren eigenen Koch haben. Was? Die haben wohl bei ihrem letzten Gig nur Knoblauchsuppe gekriegt und jetzt... Ja, ich weiß doch auch nicht, das... Ja. Mama, ich wollte dir auch eigentlich bloß sagen, dass David eine kleine Feier organisiert hat für Rocco und für mich. Und ihr seid natürlich auch eingeladen. Kleine Feier? Ja. Also dein Herr Seidel, der veranstaltet den Knaller der Saison. Du meinst, das ist alles für uns? Mhm. Aber es ging doch bloß darum, dass Papa nicht traurig ist, dass er kein Geschirr hat. Papa, ja, der ist mit dem Bautrupp los. Okay. Bautrupp. Ja. Weißt du, und ich soll hier das Catering koordinieren. Alleine kannst du mir mal sagen, wie ich das schaffen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie da ist ja wohl ein bisschen Unterstützung angesagt, oder? Agnes. Ich kann auch meine Lieblingschefin nicht einfach so heim lassen, ohne sie nochmal richtig zu knuddeln. Das ist so schön. Kannst du mir helfen? Ja! Bauen wir einen Empfangstresen. Empfangstresen? Keiner der Gäste soll warten. Alle werden sofort begrüßt und hineingebeten. Und hier ein türkisfarbener Teppich, der die Gäste auf die Dachterrasse leitet. Türkisfarbener Teppich? Und alle Wände werden abgehängt, dahinter Lautsprecher. Lautsprecher, jawohl. Und hier die Bar. 8 Meter Tresen. Grundfarben beige, türkis und Terrakotta. Ach, und ich will kein Kühlelement irgendwo rausschauen. Und hier bauen wir die Bühne für die Band. Alles andere wie besprochen. Schirme, Bestuhlung, dieselben Grundfarben. Ach, und ganz wichtig, überall Feldblumen. Das eine, stopp mal. Ich freue mich ja für mein Schnattchen, ja, und dass Sie das alles machen. Aber glauben Sie nicht, über eine Nummer kleiner hätte sie sich auch gefreut? Das ist für Lisa. Und für Lisa nur das Beste. Ja. Weiter geht's, meine Herren. Außerdem bauen wir eine gemütliche Göberitzer Ecke mit Biertresen, Würstchen und Kartoffelsalat. Herr Seidel, ich wusste genau, dass Sie wissen, was die Lisa mag. Aber die Rolle des offiziellen Schnattchen-Experten habe immer noch ich, ne? Natürlich. Und so ein bisschen Champus und Kaviar kann doch er sein, ja, ne? Ja klar, das kriegen wir hin. Hauptsache, Sie nehmen das auch richtig ernst hier, Herr Seidel. Ja sicher, sehr ernst sogar. Warum? Sie wissen doch, dass sich das Schnattchen ein Dutzend Mal wegen Ihnen die Augen aus dem Kopf geheult hat, oder? Ja, das weiß ich. Und genau deshalb mache ich das hier. Ich will Lisa zeigen, wie viel sie mir bedeutet. Und jetzt sind Sie gerade ganz, ganz ehrlich zu mir und zu sich selbst, ja? Ja, sehr ehrlich. Und wenn sie mich genommen hätte, dann... Dann? Aber sie hat sich nur mal für Rocco Kowalski entschieden. Und? Ja, ich bin auch froh, dass Schnattchen ihr Glück gefunden hat. Nee. Ja, wenn es der Kowalski sein muss, dann muss es ja der Kowalski sein. Sie wären aber auch ein guter gewesen. Es ist, wie es ist. Ich möchte für Lisa und ihre Eltern das größte Fest des Jahres. Das kriegen wir doch hin. Herr Seidel, das haben Sie jetzt richtig schön gesagt. Wir zeigen ihr heute Abend, wie viel sie uns bedeutet. Ja. Das machen wir. Nun kommt doch mal her.
Männer, aber husch die Waldfee, da hinten hängt Hammer. Wir wollen nicht übernachten hier. Ach Gott, Papa, bitte, da werden ja wohl irgendwo Wegweiser rumstehen mit Berlin drauf. Ach Gott, da guck halt im Atlas nach. Dresden wird so die grobe Richtung sein. Ja, ist gut, Papa. Okay, tschüss. Also, ich will ja nichts sagen, aber Hannover wäre die bessere grobe Richtung gewesen. Lass es, Frau Plenske. Mein Vater macht das mit purer Absicht. Der weiß ganz genau, wo es lang geht. Ja, mit Eltern hat man es nicht immer einfach, ne? Aber man hat eben nur die einen. Ja. Setzen Sie sich doch. Ja, danke. Ich hätte mir Eltern wie Sie gewünscht. Ach, Herr Kowalski, ich bin sicher, Ihre Eltern sind genauso nett wie Sie. Danke. Gut. Ja, also, für die kirchliche Trauung in Göberitz wäre alles geklärt. Ja, prima. Also, ich bin mir ganz sicher, das wird sehr, sehr schön in Göberitz. Also, glauben Sie, das könnte vielleicht popelig wirken? Warum? Naja, weil den Abend davor, den richtet ja jetzt der Herr Seidel Junior aus. Sehen Sie, dieses ländlich Gediegene ist doch der perfekte Gegensatz zu einer Seidel-Veranstaltung, oder nicht? Ach, ich finde ja, die Lisa, die hätte es nicht besser treffen können. Ich habe ja immer zu ihr gesagt, Lisa, habe ich gesagt, nimm den Rocco, nimm den Herr Kowalski, meine ich natürlich, entschuldigen Sie, also... Also, ich bin Rocco. Ja. Und ich? Ich bin die Helga. Ach, komm mal her. Ich freue mich schon darauf, die Schwiegermutter nennen zu dürfen. Ich auch. Sonst noch irgendwas? Nö. Na, gut. Oh, wie schön du geworden bist. Du bist ja lieb. Weißt du, da hockt man im Schwarzwald und kriegt überhaupt nicht mit, was hier in Berlin in der Zwischenzeit so alles passiert. Hanna, die hintere Naht auftrennen und dann einen halben Zentimeter versetzen. Frau Plenske, Sie werden immer schlanker. Das ist die Aufregung. Nach so einem langen Anlauf zum Sprung ins Glück sind Sie immer noch aufgeregt. Wie hübsch. Hanna, wenn du ein Haar deiner selbst in den Schleier anwirfst, heiratest du als Nächste. Also erstens bin ich nicht abergläubisch und zweitens will ich überhaupt nicht heiraten. Eins müssen wir noch verraten, Frau Plenske. Warum haben Sie eigentlich so lange damit gewartet, etwas Besseres aus Ihrem Typ zu machen? Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Sie hat nicht drüber nachgedacht. So einfach ist das. Oh, Lisa, was bin ich froh, dass du dich nicht verändert hast. Agnes, das passt jetzt aber gar nicht. Doch, du bist einfach meine alte Lisa geblieben, die sich so nach Liebe gesehnt hat, die hoffen konnte, dass sich der Tresen gebogen hat. Sag mal, hattest du nicht einen wichtigen Termin? Hm? Gut, ja, natürlich, danke. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Na, die hat's aber eilig. Die Polizei war da, mit Durchsuchungsbefehl. Aber die scheint dich ja wirklich in der Ukraine zu vermuten. Siehst du, Mutti, wie gut, dass wenigstens einer von uns immer mitdenkt. Hier ist das Geld. Ich konnte nicht mehr Bar organisieren, ohne aufzufallen. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, schauen wir mal. Wie kannst du nur so gelassen sein? Die suchen dich, Richard. Die sind sicher auch an Bahnhöfen und Flughäfen. Wie willst du denn von hier verschwinden? Mit der S-Bahn. Mit der S-Bahn? In der Umgebung soll es bezaubernde kleine Orte geben. Richard, wenn du Hilfe brauchst, ich meine psychologische, dann... Ja, Mutter, die brauche ich wirklich. Ich bin für dich da, immer. Prima.
Na dann, bis irgendwann mal. Richard, was willst du denn jetzt? Wo willst du hin? Ich werde mir Hilfe suchen, Mutter. Psychologische. Hallo Lisa, du heiratest übrigens morgen und man sieht es dir an. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh. Du bist einen weiten, weiten Weg gegangen, kleine Lisa. Ein weiter Weg. Geht jetzt zu Ende. Mitten ins Glück. Hallo. Hallo. Was gefällt dir? Ja. Lisa, du bist wunderschön. Danke. Warum hast du nichts gesagt? Hallo, es sollte eine Überraschung sein. Aber ich hätte dich auch so genommen. Ich auch. Ja. Ich muss schon sagen, also. Jo, da haben sie einiges aufgefahren. Ja, ne? Und wie findest du's? Ja. Jo, ich finde es sehr bemerkenswert. Ja, es ist wirklich wunderschön. Danke. Ich wünsche mir, dass Lisa spürt, wie viel sie uns allen bedeutet. Na ja, dann wäre ja alles gesagt. Oh, ich werde mich dann noch mal schnell umziehen gehen. Bis später. Tschüss. Männer, passt auf, dass er nicht kaputt geht, sonst mach ich euch Lichtantrag. Immer eins am anderen. Muss mal her, komm hier drin mit dem Zeug. Los, so. Okay, vorsichtig. Schön rein. Tschüss, Bernd, grüß die Lisa. Marek, knoller das Auto, kriegst du morgen zurück. Alles klar. Wollen Sie sich hier hin? Ja, gerne. Darf ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Hallo Leute. Ja, Champagner, oder? Ich meine natürlich verehrte Gäste. Champagner? Ich habe heute die Ehre, Ihnen die Pete Cole Big Band ansagen zu dürfen. Ja, Applaus für Pete Cole und seine Big Band. Danke, danke. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen an diesem schönen Tag. Das ist mein verliebter Rocco. Schön, Leute.
south side of Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy more than trouble. Hallo, das ist mein alles. Jürgen, oh, Jürgen ist ein Platzhalter, ne? Mein Abdullah, weil der ist am Ende alles Algebra oder so. Algebra, ja. Alles klar. Ja, wir gehen auch noch mal weiter. Bis später. Now Leroy, he a gambler, and he likes his fancy clothes. He likes to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom Continental. He got an Eldorado too. He got a 32 gun in his pocket. Jetzt erzähl mal vom Schwarzwald. He got a razor in his sheet. Anders als in Berlin, alles ein bisschen langsamer, gemütlicher. Leroy Brown. Bärchen, Bärchen, das kannst du doch nicht machen. Das ist ein feiner Kreis von rosa Knoten zerklappt. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, aber bei uns hier heißt das Poltern. Mein Schnattchen heiratet. Schnattchen, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, dass wir alle einen wunderschönen Abend haben. Am Anfang eines wundervollen Lebens. Ja, und David, vielen Dank für den Besen und für diese wunderschönen... Schnattchen, war's dann endlich! Ja. Kapelle, Tusch! Herr Weidel, Hut ab, das ist eine richtig scharfe Mucke hier heute Abend. Da fliegt der Tanzbein von jetzt alleine, wa? Prost. Sagen Sie mal, sollte der Vater der Braut nicht eine kleine Ehrenrunde mit der Tochter drehen am Vorabend der Hochzeit? Das stimmt. Herr Weidel, das stimmt, jetzt muss ich sagen. Aber das geht nur, wenn die da Lisas Lieblingslied spielen können. Meinen Sie, die haben da Druck? Ganz bestimmt. Pete Cole weiß, was Frau Rich. Oh. Was ist denn Lisas Lieblingslied? Musste ich ja früher jeden Abend bis zum Einschlafen vorsingen. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me. You obviously do not adore me. I get no kick in a play. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels cheer, because we're together, weather-wise, it's such a lovely day. Pack up and fly away. Gäste, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und so viel Spaß habt. Dieses Fest ist mein persönliches Geschenk an Lisa. Stattchen, komm mal her.
Lisa, ich habe mich in den letzten Monaten einige Male wie, also eigentlich verdammt oft wie ein Vollidiot benommen. Also bitte, sei mir nicht mehr böse. Ja, und als kleine Wiedergutmachung, also um dir zu zeigen, wie, was du für mich, um dir zu zeigen, wie unglaublich viel du mir bedeutest, singe ich dir ein kleines Lied. Ich hoffe, es gefällt dir. Ach, und für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin kein Sänger und das hier ist wirklich mein Debüt. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh. Und manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd. Und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein, aber einmal auch der helle Schein. In der Nacht vor der Hochzeit gehört der Bräutigam allen Frauen. Lisa kann sie ab jetzt ja immer haben. Und deshalb entführen wir jetzt den Bräutigam. Freut euch nur, ihr Seidels, Plenskes und Kowalskis. Lacht, singt und tanzt. Dies hier wird euer letztes Fest sein. Denn euer Tänzer ist der Tod. Ja. Ganz schön der Trubel, was? Ja, aber hier ist so schön ruhig. Ich merke den Wodka schon ganz schön. Schau mal, was man von hier aus alles sehen kann. Der Dom, das Zeughaus, den Fernsehturm. Ja, es ist wirklich alles wunderschön, aber das kenne ich auch alles schon, weil ich komme aus Göberitz und Göberitz ist gleich bei Berlin. Vielen Dank, dass du für, danke. Ich fand das total, also lieb von dir, dass du den Song für mich gesungen hast. Den mochte ich als Kind schon total gerne. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben Brücken. Muss ich wohl geahnt haben. Ja. Danke für die Party. Doch, genau dafür. Es ist wirklich wunderschön. Und Lisa Plenz gesagt, Dankeschön. Danke. Worauf stoßen wir an? Dass wir jetzt so gut befreundet sind. Auf unsere ganz besondere Freundschaft. Ganz dicke Freunde. Okay.
Auf unsere dicke Freundschaft. Unsere ganz, ganz dicke Freundschaft. Auf die Liebe! Auf die Liebe! Und das drum. Ja, aber unbedingt! So, sag mal, du weißt. Bist du dir da ganz sicher mit der Plenske? Weil ich wäre auch noch nur zu haben. Ja. Zur kleinen Info! Dame, ja, bin ich. Ich muss mal kurz nachschauen. Und heute Abend wird die Braut ein Hirnkorbutz geben. Weißt du, die Plansche hat einiges nach so die Chance. Ist ja auch gerade so gemütlich hier bei uns. Auch wenn Schwedder da Sehnsucht hat, dann muss man da Verständnis haben. Ja, genau. Jetzt wird geküsst. So. Ja, aber ihr duzt mich schon den ganzen Abend. Ja, egal. Jetzt wird geküsst. Kühn, musst du gehen? Vielleicht sollte ich nicht so viel trinken und so viel singen, meine ich. Weißt du noch damals? Unser Reitausflug zum alten Baumhaus? Das war schön. Ja, natürlich erinnere ich mich dran. Klar, das war schwuppsdiwupps, da hast du ein Herz mit Mariella und David in den Baum geritzt. Da warst du 12 und daraus ist auch nichts geworden. Ja, daraus ist auch nichts geworden. Wir haben wirklich schon eine Menge zusammen durchgemacht, wir beide, was? Ja, wie so richtig dicke Freunde. Ja, ganz dicke Freunde. Dicke Freunde dürfen sich doch zu besonderen Anlässen nochmal in den Arm nehmen, oder? Ja, das ist erlaubt. Dürfen sich auch richtig küssen. Genau, das ist erlaubt. Ja. Oh, ich bin die Agnes. Auf den Mund! Auf den Mund, nur Boris! Hab ich jetzt alle durch? Ja, 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 ich kann noch mal. Gut jetzt. Nee, dann noch mal. Hey, du bist so langweilig. Los, küss mich, Inge. Oh, nee. Da hinten irgendwo. Wir sind wieder zusammen. Ja, zusammen. Dieser Moment auf dem Ohr. Nein, nie. Lass uns durchbrennen. Ja, durchbrennen. Wir segeln einfach davon auf meinen Boot. Ja, davon. Nach Tahiti. Wir stechen morgen bei Tagesanbruch in den See. Es ist alles bereit. Nichts und niemand kann uns aufhalten. Niemand kann uns aufhalten. Kein Karima, kein Job, kein Richard, kein Rocco. Rocco? Rocco, was mache ich hier? Oh Gott, was tue ich hier? Stopp. Was? Oh Gott, oh Gott. Wie konnte ich mich so vergessen? Ich heirate morgen, und zwar Rocco. Was machst du hier? Aber du hast doch angefangen. Okay, vielleicht habe ich gerade angefangen, aber wenn ich dich küsse, heißt das lange nicht, dass du mich küssen darfst. Ich heirate morgen, und zwar Rocco. Lisa, hör zu. Nein, das war alles geplant. Natürlich, das Hochzeitsgeschenk, ein Polterabend. Du wolltest mich abführen, du weißt ganz genau, dass ich keinen Alkohol vertrage. Du bist so ein schuftiger Schuft, bist du. Elisabeth, ich will dich. Ich will dich jetzt. Ich will dich jede Sekunde, jeden Tag, jede Stunde. Ich möchte dich heiraten. Du willst mich heiraten? Klar, und dann überlegst du es dir wieder anders. Nein, David, du kannst gar nicht leben. Und wenn, dann kannst du nur dich leben. Das ist kein Spiel, das ist kein verdammtes Spiel hier. Du musst es endlich akzeptieren, dass ich Rocco heirate. Lass mich bitte, du bist so ein schlechter Verlierer. Du kannst einfach nicht verlieren. David, sei ehrlich, ich will dich nie wieder sehen. Nie wieder. Aber Lisa, ich liebe dich doch. Endlich die Finger von meiner Frau, du Kröte.
49,9% hatten wir. Und dann fehlte diese eine Aktie. Wo haben wir sie im Schrank gehabt? Ja, aber ohne mich hätte das nicht geklappt. Hey, was ist denn? Was ist los? Ich hab mich mal entlarvt. Das ist so schön. Lisela, jetzt beruhig dich erstmal. Was ist passiert? Ja, also, Ich verstehe kein Wort. Jetzt mal langsam. Was ist alles okay, Jürgen? Sie ist nur ein bisschen beschwipst. Ja, ich bin ein bisschen beschwipst. Soll ich dich nach Hause bringen? Ja, das wäre sehr lieb. Danke. Hier, vergiss deinen Kulturbeutel nicht. So, ruh dich aus, so sehr. Morgen ist dein großer Tag. So, Ihre Bestellung. Das Rundum-Sorglos-Paket. Eine Wumme und eine Kiste Wumme. Wirklich sehr komisch. Geben Sie her. Ah, noch kurz zu dem Zünder. Roter Draht in Gelb, blauer Draht in Grün und dann noch die Zeit einstellen. Zum Beispiel 10 Sekunden? Ja, schön. Und wie stellt man das Ganze nun ab? Shit, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Haben Sie nicht mehr eine Taste im Schrank? Stellen Sie das ab, so! Kleiner Joke! Einfach irgendeinen Draht rausziehen, so. Geben Sie her, Witzbold. Aaron, Vorsicht mit dem Sprengstoff. Sagen Sie mal, geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Er reicht aus, den Berliner Dom in die Luft zu jagen. Geht's halt. Wodka. Doppelt. Kommt sofort. Noch einen. Alles in Ordnung? Ich hab's vermasselt. Lisa. Lisa. Ich bin ein Schuft, hat sie gesagt. Ein schuftiger Schuft. Und dass sie mich nie mehr wiedersehen will. Ach, David. Ich hab's doch nur ehrlich gemeint. Ich habe ihr gesagt, dass ich ohne sie nicht mehr leben kann. Aber sie meint, das ist für mich nur ein Spiel. Alles sei geplant, weil ich nicht verlieren kann. Ah, alter Stratege, Plan soll erfüllt. War ja auch ein geiler Plan mit dieser Nummer. Über 7 Brücken musst du gehen. Fand ich gut. Spinnst du? Ja. Alles erfüllt. Alles ausgesprochen, alles geklärt. Alles fertig. Fix und fertig. Aus und vorbei. Wenn mich jemand sucht, viel Glück. Bin wahrscheinlich verschollen. Bermuda-Dreieck. Hat das vermasselt? You can make a large bet that Tom's in town. Yeah, he's in town. My man Louis Miller. Hey. Ist alles okay bei dir? Es tut mir so wahnsinnig leid, Rocco. Das ist doch nicht deine Schuld. Und ich bin mir sicher, dass David kapiert hat, dass er zu weit gegangen ist. Ja, ganz sicher. Er weiß jetzt ein für alle Mal, dass ihr beide zusammengehören. Lisa und Rocco. Für immer. Ja, das weiß er jetzt. Hey,
Wir lassen uns durch ihn den Tag morgen nicht verderben. Nein, das ist unser Tag. Ja. Und weißt du was? Du gehst jetzt schlafen. Ich gehe jetzt nach Hause. Morgen wird der schönste Tag in unserem Leben. Ja, das wird er. Bis morgen. Bis morgen. Lisa Plenske, du bist doch eine dumme Kuh. Du hast den besten Mann an deiner Seite, wo gibt. Und was machst du? Du knutschst mit David, ich bin der größte Seidel. Er ist jahrelang weit und breit kein Mann in Sicht und kurz vor der Hochzeit gleich zwei. Ist es die Aufregung vor der Hochzeit? Ja, das ist es. David hat schamlos ausgenutzt, dass ich etwas durcheinander bin. Aber morgen sieht alles ganz anders aus. Ja, alles wird gut. Morgen wird alles gut. Ja. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. And Herr Pastor! Gott zum Gruße, meine lieben Kinder. Rudi, ich glaube, Pastor Schlesselmann hat mal wieder gepichelt. Ja. Jetzt nicht einfach so auf und davon machen. Wieso nicht? Nein, los und ahoi. Auf den Augen aus dem Sinn. Klar, und bei jeder Boje bis Amor denkst du, ist sie das? Kommt sie mir da entgegengeschwommen? Nein, Lisa ist Geschichte. Ein Mann muss wissen, wann er verloren hat. Und ich hab verloren. Ein Mann muss wissen, wann er verloren hat. So ein Schwachsinn. Bin ich froh, dass ich kein Mann bin und so einen Quark von mir geben muss. Was hast du denn vorzuschlagen? Soll ich sie entführen? Sie hat den Mastbind mit ihr davonsegeln. So nach dem Motto, irgendwo zwischen Blankenese und Tuvalu wird sie mir schon verzeihen. Sie hat sich für Rocco entschieden. Ich bin raus. Selbst wenn sie sich für Rocco entschieden hat, kannst du doch nicht einfach verschwinden. Doch. In einer halben Stunde steche ich in sie. Geh noch mal hin zu ihr. Tu's für mich. Nein. Was soll das? Man darf niemals auseinandergehen, ohne sich zu verabschieden. Im Guten. Das geht einfach nicht. Du liebst Lisa doch.
Jetzt hör doch mal auf. Ich muss gleich los. Wie schon? Ja, weißt du, wie lange es dauert, so ein Kleid anzuziehen? Dann sehen wir uns gar nicht mehr vorher, Schnattchen, gar nicht vorher. Doch, wir sehen uns vor der Kirche. Schnattchen, komm mal her. Mein kleines, mein großes Schnattchen, jetzt heiratest du endlich. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Schnattchen. Und danke, Papa. Was ich auch immer gesagt habe, über den und über den. Du machst das Gold richtig. Tu einfach, was dein Herz dir sagt. Und wenn du jetzt den Kowalski heiraten magst, dann hast du auch meinen Segen dafür. Mach einfach, was dein Herz dir sagt. Das mache ich. Ich hab dich lieb, Papa. Na, ich erst. Ja. Dich natürlich. Ja. So, ich gehe jetzt mal. Ja, Schnattchen, geh mal jetzt. Ja. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Bernd? Ja? Ist schon weg? Ja, die ist weg. Die ist auf. Auf und davon. Schnattchen, was? Jetzt hilf mir doch mal an die Krawatte, Helga. Ja. Komm mal her. Nein, Mama. Ja, Mama. Beeilt euch, fahrt schneller und macht keine Pinkelpausen mehr. Okay, tschüss. Gott, meine Eltern, wenn die einmal aus ihrem winzigen Kaff rauskommen. Ja, ja, ich kenne das. Du lass mich das machen, komm her. Ach, da wird Lisa aber Augen machen, du. Mann, Mann, Mann. Ja, jeder Zoll ein Mister. Gut, dann müssen wir jetzt los. Nee, du lass uns doch noch ein bisschen warten, ja? Ich bin noch total nervös. Aber gestern Abend gut nach Hause gekommen, oder? Ja. Ja, ja. Und mit Lisa ist auch alles in Ordnung? Ja. Ja, ja, schön, schön, sehr schön. Du, Rocco, hör mal. Ich glaube, wegen David, da brauchst du dir nicht wirklich so einen Kopf zu machen. Naja, weißt du, du musst nur akzeptieren, dass er in Lisas Herzen immer einen kleinen Platz behalten wird. Du, das ist wie mit Autos. Auch als Zweitbesitzer kann man richtig Spaß haben. Oder so. Ich fahre dann mal den Wagen vor. Den fahre ich selber. Jürgen, komm. Zeit fliegt und fliegt und wartet auch nicht auf die schönste der Bräute. Anziehen. Ja, ich gehe da schon mal das passende Styling machen. Ich komme mit. Fein, weil wenn Lisa es nicht schafft, dann ist wenigstens eine von euch beiden angezogen. Hallo. Mariella. Hallo. Aber bleibt es klar, hast du das aus Boston mitgebracht? Ja, schön, dass es dir gefällt. Und, kommt er gut voran? Oh, ich hab bestimmt noch irgendwo eine Flasche Champagner. Wir müssen uns Mut antränken. Anna, hol bitte Gläser. Soll ich dir beim Anziehen helfen? Ja, das wäre lieb. Wie schön du bist. Danke. Something old, something new, something borrowed, something blue. Und, hast du alles zusammen? Das Kleid ist neu, was Altes habe ich von meiner Mama. Von Yvonne habe ich einen blauen String. Und das Armband borge ich dir. Ja, danke. Das ist wunderschön. Bist du David noch böse wegen gestern? Wir haben uns unmöglich benommen. Ja. Und warum? Weil er nicht verlieren kann. David liebt dich. Und ich hab ihn doch auch. Mon Dieu, ihr Plaudertaschen. Mariella, hilf Lisa. Anna, die Gläser. Lisa, jetzt wird's wirklich ernst.
Sagen Sie, gehören Sie zum Servicepersonal hier? Haben Sie einen Mann gesehen, dunkelhaarig, trägt einen Kinnbart, sieht sehr gut aus, ein Cutaway? Also, wenn Sie so einen Mann gesehen haben sollten, sagen Sie mir sofort Bescheid, ja? Ihr Lebensgefährte? Nein, dieser Posten ist noch zu haben. Interesse? Ist, dass ihr noch pünktlich kommt. Nein, die Hochzeit beginnt jetzt. Nein, wir warten nicht auf euch. Müsste sie aber langsam mal kommen, oder? Vielleicht hat sie ja kalte Füße bekommen. Sehr witzig. Vorhin war sie ziemlich nervös. Es ist ja auch bloß ihre Hochzeit. Sie wäre nicht die erste Braut, die sich in letzter Minute verdünnisiert. Glaubst du wirklich, Lisa könnte sowas tun? Ha, ich hab's ja gewusst. Da kommt sie ja. In dieser winzigen Kirche? Wir werden aber opulenter heiraten. So weit sind wir noch lang nicht, mein Lieber. Wieso denn nicht? Jetzt hopp, Rainer, keine blöden Fragen stellen. Na, jetzt fehlt ja nur noch die Braut. Sie sind doch der Bräutigam. Ja, ich glaube schon. Ja, Sie müssen in der Kirche warten. Ich muss die Braut aber noch was fragen. Ja. Hat denn das nicht Zeit bis später? Nein, tut mir leid, ich glaube nicht. Kowalski, was machst du denn hier? Ja, ich muss was mit Lisa besprechen. Oh, jetzt doch nicht. Du kannst doch die Braut nicht sehen. Ja, aber es ist furchtbar wichtig. Mensch, Junge, Augen zu. Schnattchen, da steht dein polnischer Bräutigam und will was von dir. Ich hab dir schon mal gesagt, Rocco ist kein Pole. Der darf mich doch so gar nicht sehen. Augen zu. Lisa, wenn wir jetzt beide vom Altar gleich stehen und du ja sagst. Ja?
dann muss das auch ja bedeuten. Ja, was meinst du denn? Gott, ich weiß, dass David dir viel bedeutet, aber wenn du gleich ja zu mir sagst, dann musst du das wirklich meinen. Ja, natürlich meine ich das dann auch so. Ich meine, sonst wäre ich doch überhaupt nicht hier. Augen zu. Ich würde dich am liebsten nie wieder loslassen. Musst du aber, Herr Kowalski, weil sonst kann ich nicht Frau Kowalski werden, weil es geht nur in der Kirche. Ja, ich bin weg. Ich bin weg. Was hat der denn jetzt? Papa, ich glaube, er hat einfach nur Angst, mich zu verlieren. Das ist schön. Die Angst, die soll er haben sein Leben lang. Denn wer mein Schnattchen kriegt, der soll wissen, er kriegt die schönste Frau der ganzen Welt. Na, Papa, ich glaube, es ist auch langsam Zeit, dass du dein Schnattchen mal loslässt. Ja, Schnattchen. Komm raus, er ist weg. Ja. Sät wird den Sturm ernten. Das war schon immer so. Wir haben uns hier in der schönen St. Georgskirche zu Göberitz zusammengefunden, um die Vermählung von Robert Konrad Kowalski und Elisabeth Maria Plenske vorm Angesicht Gottes zu feiern. Und so spricht der Herr: So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was der Herr zusammengefügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Schatz. Nun bleiben uns Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die Liebe ist aber die größte unter ihnen. Gott vertraut euch einander an. Er will eure Ehe schützen und segnen. Und so frage ich euch vor Gott und dieser Gemeinde. Ach, sieh mal einer an. In idyllischer Umgebung treffen sich die beiden ungleichen Brüder, um endlich Frieden zu schließen. Wie rührend. Du bist raus? Du bist ziemlich spät dran, mein Lieber. Da drin heiratet doch gerade die Vogelscheuche den dummen August. Das willst du doch sicher nicht verpassen. Was hast du vor? Hochzeit feiern. Bluthochzeit. Robert Konrad Kowalski, willst du die hier anwesende Elisabeth Maria Plenske
als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheide, so antworte, ja, ich will. Ja, ich will. Was machst du hier? Na, was meinst du denn, was das ist, hä? Jetzt wird abgerechnet, mein Lieber. Rums und aus die Maus. Du bist wahnsinnig. Ihr hattet wohl gedacht, ihr kommt ungestraft davon, was? Ihr hattet gedacht, der Richard, der vermodert da in seinem Loch. Falsch gedacht. Am schönsten war es immer im Gefängnis, wenn ich mir ausgemalt habe, wie ich es euch heimzahle, was ihr mir angetan habt. Einmal habe ich sogar vor Wut im Fitnessraum vom Trockenrudergerät beide Schwängel abgerissen. Ab da an hatten alle Angst vor mir. Zu Recht. Du hast dir alles selbst zuzuschreiben. Was haben wir dir angetan? Ihr habt mir Kerima genommen. Meine Freiheit, meine Würde. Aber weißt du, was das Schönste ist, mein lieber David? Die Stunde der Rache ist nun da. Jetzt werde ich die ganze widerliche Mischpoke in die Luft jagen. Da drin heiratet die Frau, die ich liebe. Da drin ist alles, was mein Leben ausmacht. Das wirst du nicht verstehen. Und ab. Willst du, Elisabeth Maria Plenske, den ihr anwesenden Robert Konrad Kowalski zum Mann nehmen, ihn ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheide, so antworte, ja, ich will. Bis der Tod euch scheidet? Mache ich wirklich das Richtige? Lass uns durchbrennen. David liebt dich. Tu einfach, was dein Herz dir sagt. Aber Lise, ich liebe dich doch! Jetzt geh mir aus dem Weg, du Fruchtzwerg. Dank dieses kleinen Auslösers wird in 30 Sekunden endlich alles vorbei sein. Hör über meine Leid! Lisa. So antworte. Ja, ich will. Ich will dich jede Sekunde, jeden Tag, jede Stunde. Ich möchte dich heiraten. Ja! Lisa. So antworte, ja, ich will. David. Gesagt habe gestern. Ich weiß. Musik
jetzt als später. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Lieber ein Schrecken ohne Ende als ein Ende ohne Schrecken, ne? Wir haben uns nun hier nochmals zusammengefunden, um die Vermählung von... Gibt's davon noch eine kürzere Version? Wir haben's nämlich schrecklich eilig. Wieso denn, wenn ich fragen darf? Weil wir schon so lange gewartet haben. Das verstehen Sie doch. Nein, nicht wirklich. Also gut. Willst du, Elisabeth Maria Plenske, den hier anwesenden... David Hieronymus Seidel. Ja, zum Mann nehmen, ihn ehren und die Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheide. So antworte, ja, ich will. Ja, ich will, ich will, ich will, ja. Und ich will dasselbe, für immer und ewig. Ja, wenn ich dann eben mal noch zu Ende, dann erkläre ich euch hiermit so Mann und Frau, sie dürfen den Gott jetzt küssen. Love you.
Die Ringe hattest du ganz zufällig dabei? Ich habe sie seit dem Heiratsantrag dabei gehabt. Wie romantisch. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me. Fireflies dance, silver moon spot.